whisky.de. Treffpunkt Feiner Geister. Herzlich willkommen im The Whisky Store, dem Treffpunkt Feiner Geister. Heute sind wir wieder bei Brüchlerich und probieren den neuen Brüchlerich 16. 46 Volumenprozente, nicht gefärbt, nicht kühlgefiltert, das übliche bei Brüchlerich. Was ist das Besondere an der Flasche? Nun, das wird die lang verfügbare Flasche von Brüchlerich werden mit höherem Alter. Früher gab es da einen 15-Jährigen, der war dann aber irgendwann aus. Und nun hat man den ersten frischen The Lady 10 rausgebracht. Und das wird nun The Lady 16, der zweite langgereifte. Und es gab da schon einen 16-Jährigen, den meine ich, hätte ich auch probiert. Also wenn nicht, können Sie nicht draufdrücken. Aber es gab da einen und der nannte sich Bourbon Cask. Es gab da noch mehr Brüchlerich. Und zwar habe ich da einen Ausnahme-Single Malt probiert. Den blende ich Ihnen hier auch noch einen 16-Jährigen. Ich glaube, der war in einem Pouillac-Fass nachgereift. Da gab es also sechs verschiedenen französischen Super-Eichenholzfässern nachgereiften Brüchlerich. War ein Traum. Ja, hier haben wir es nun mit dem neuen 16-Jährigen zu tun. Und ich dachte nun, was will ich jetzt hier mit dieser Flasche? Da steht nun nichts drauf wie Matured in Premium American Oak, gereift in Premium amerikanischer Eiche. Und da habe ich ein bisschen nachgerechnet und habe mir gedacht, naja, wir schreiben das Jahr 2012, 16 Jahre weg. Da bin ich bei 1996, da hat Brüchlerich nicht gebrannt. Die haben 94 letztes Mal, glaube ich, gebrannt. Dann haben sie 95 eingemottet, 96 war nichts, 97 war nichts. 98 haben sie einen Notjahrgang gebrannt. Da gab es ein paar Fässer, vor allem Sherryfässer. Wo kommt jetzt das Ding her? Also der muss theoretisch etwas älter sein. Da lagen vor allem Refill-Ex-Bourbon-Fässer vor. Und zwar warum? Weil Brüchlerich in der Hand der Amerikaner war, bei Jim Beam. Und die haben halt aus den amerikanischen Jim Beam Brenner, also den Brennereien von Jim Beam, da ja mehr als einen, die haben gleich zwei, haben sie dann die Ex-Bourbon-Fässer rübergebracht und die haben dann hier 3, 4, 5 Mal durchgereift und da kam dann nicht wirklich viel raus. So, dann habe ich gedacht, dann muss also der hier aus diesen alten sein und was soll das, ne? Das soll jetzt hier der neue Bourbon Cask sein. Und dann habe ich hier oben nachgelesen und da steht also eine unendlich fuddelige, schlechte Schrift obendrauf. Und da erzählen sie also einen vom Wolf. Aber das Wichtige daran ist, also der ist nun in American White Oak, Quercus alba, also Weißeiche, gereift. Und zwar stammt die aus den Ozark Mountains. Ja, das kennen wir. Da macht Glenmorangie Werbung mit, aus Missouri. Und die wurden also seit Jahrhunderten für Kentucky Bourbon verwendet. Ja, und dann, das habe ich noch nicht gewusst, da hat er mich jetzt hier draufgebracht. Was haben die denn bei in der Prohibition gemacht? Da kamen keine Fässer aus USA, ne? Vielleicht kam da dann die Bevorzugung von europäischer Eiche. Oder sie haben die Dinge noch und noch und noch verwendet, bis dann nun gar nichts mehr rauskam und haben den Amerikanern dann den schlecht gereiften Sprit wieder zurückverkauft, haben sie eh nicht gemerkt, ne? Die wollten ja nur hier ihre Wirkung trinken. Aber egal. So, und dieser 16-Jährige reift also zuerst in Jim Beam Fässern. Ja, die hörten damals zu Jim Beam, also haben sie in Jim Beam Fässern gereift. Und dann haben sie jetzt nochmal nachgereift in, steht Fresh American Oak Casks, aber der Fresh darf man insofern, muss man es uminterpretieren, da lag vorher Bourbon drin, aber dann frisch, das erste Mal dieser Whisky, und zwar von Buffalo Trace. Aha. So, steht da noch? 46 Volumenprozente, nicht kühl gefiltert, nicht gefärbt. So, das heißt also, die Farbe, die hier kommt, kommt dann typischerweise aus den Nachreifungen in den Bourbonfässern. Und damit ist dieser The 16 dem vorigen, den ich probiert habe, nicht unähnlich. Ja, keine Chance. Da muss ich mein Kellnermesser hier nehmen. So, jetzt habe ich den aufbekommen. Da geht er jetzt doch ganz schön
Der ist angeklebt. Donnerwetter habe ich auch nicht erlebt. Gut. Was erwarte ich mir? Tja, Vanille, Karamell, Kokosnuss. All das aus dem Fass. Aber ich erwarte mir auch einen alt, langgereiften Single Malt, der jetzt vom Brennereicharakter sich schon sehr beruhigt hat. Also ich erwarte nicht die frischen Früchte, sondern ich erwarte alte Früchte. Oh, Ananas. Pineapple for Alaska. Boah. Ananas ohne Ende. Wahnsinn. Was denn dann noch aus Ananassaft? Boah. Offiziell heißt es noch Stachelbeeren drin. Ich bin in meiner Jugend mit Stachelbeeren aufgewachsen. Ich habe die nie so wirklich gemocht, weil die so stachelig waren. Das war für ein Kind halt nicht so richtig schön. Aber die Sträucher trugen gut und dann hat man, weil er dann doch so süß war, hat man dann doch von genommen. Die sollen drin sein, aber ich schmecke sie nicht. Karamell kommt ganz deutlich hinterher. Karamell, Vanille. Die Ananas ist jetzt als frische Frucht weg. Jetzt kommen etwas dunklere Früchte hinterher. Ich weiß nicht, Ananas ist es nicht. Stachelbeeren ist es nicht. Aber sehr schön. Ein Fruchtsalat. Tja, probiert. Meeresnoten, ein bisschen Strand, ein bisschen Eiche, süße Früchte, dahinter ein bisschen Trockenheit, so ein bisschen Zitrusfruchtigkeit, aber auf der anderen Seite auch wieder süß, wie ein bisschen Honig. Und der Abgang ist schon komplex, wandert hin und her. Ich hätte schon fast gesagt, wabert hin und her. Nein, wandert hin und her. Am Ende bleibt ein Hauch Trockenheit zurück. Ja, und die Ananas ist verschwunden. Ja, also ein sehr edles Stück. Ein toller Single Malt. Und wenn Brüchlädig es schafft, mit dem neuen, frischen Destillat, mit den neuen 16 Jahren, die dann 2016 rauskommen sollten, es schafft, da anzuknüpfen, dann ist das, ja, ein Fundamentstein, auf dem Brüchlädig seine neue Range an Single Malt Whiskys aufbauen kann. Ja, hat mir gut gefallen. Und der ist mit Sicherheit älter als 16 Jahre. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.